Und das ist die zweite Möglichkeit, Gewinne zu kontrollieren. Ja? Leider sind die meisten Menschen nicht in der Lage, ohne feste Ausstiegsregeln gut zu traden. Denn wir sind zu risikofreudig, wenn es um Verluste geht, und zu risikoavers bei Gewinnen. Ja? Bedeutet, also wir pokern immer dann, wenn wir im Verlust sind, und wenn wir im Gewinn sind, sagen wir uns, was wir haben, das haben wir, ne? Das nehmen wir mit. Das ist eine Tendenz, die hat jeder Mensch. Also 3/4 der Menschheit haben die so. Es gibt psychologische Untersuchungen oder so Tests. Und selbst ich, also ich habe die auch. Also nur man muss die eben einfach überkommen. Und das können wir nur überkommen, wenn wir klare Regeln haben. Ja? Wenn wir im falschen Zustand sind, wenn wir zu gierig sind, ne, dann steigen wir zu spät aus, weil wir meinen, es könnte immer noch mehr passieren. Ja, wenn wir zu ängstlich sind, dann steigen wir zu früh aus. Also und sobald wir unseren Ausstieg ohne Regel machen, wird der immer abhängig davon sein, was wir gerade für eine Stimmung haben, logischerweise. Ja? Wenn wir gierig sind, stellen wir uns einfach vor, Mensch, wenn der Markt jetzt noch 20 Punkte läuft, ja, dann bleiben wir drin. Ja? Wenn wir ängstlich sind, dann stellen wir uns einfach vor, was ist, wenn unser Gewinn jetzt wieder weggeht. Das hängt gerade davon ab, was wir gerade denken. Und was wir davon denken, hängt gerade davon ab, in welchem Zustand wir sind. Ja? Um dieses ganze Problem zu überkommen, ja, müssen wir Regeln haben. Außerdem bewerten Menschen alles leider immer nur relativ. Ja, das ist eine Angewohnheit, die wir haben. Hat uns beim Überleben genützt, dann nützt es beim Training nicht. Das heißt, 800 Euro Gewinn, groß oder klein, können wir nicht sagen. Wir können sagen, es ist relativ groß für uns oder relativ klein. So, für das Konto. Aber selbst das machen wir nicht, sondern wir machen meistens, bewerten wir den aktuellen Trade, den Gewinn, mit was wir gerade vorher gewonnen oder verloren haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade 1000 Euro verloren. Ja? Dann ist 800 Euro plötzlich nicht großer Gewinn für Sie. Warum? Weil er genau um 200 Euro zu klein ist, damit Sie noch Break-Even dastehen. Ja? So, also werden Sie die 800 Euro wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil Sie die 200 Euro noch haben wollen. Ja? So, haben Sie aber im letzten Trade 600 verloren, sind die 800 genug für Sie und Sie stellen plötzlich platt. Weil Sie sagen, 800 plus 600 macht 200. Das liegt nur daran, weil wir Menschen in Relationen denken, weil wir relativ denken. Wir vergleichen immer das, was wir gerade haben, mit dem, was war. So, das hilft uns beim Traden aber nicht, weil der Trade, den wir jetzt machen, hat mit dem davor eigentlich gar nichts zu tun. Das Problem können wir nur überkommen, also wir können uns das bewusst sein, so viel wir wollen, es wird uns nicht helfen, wenn wir nicht eine feste Regel haben. Deswegen, ich bin diskretionärer Trader, aber ich habe ganz klare Ausstiegsregeln, das heißt, wie ich aussteige.